Hallo ihr lieben Mäuse da draußen, juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation. Ja, ich bin heute gut gelaunt, man merkt es. Ja, ich bin hier gerade auf einen Turm gelandet, weil ich mir gedacht habe, ich möchte doch nochmal einen Aussichtsturm, der sich gerade in der Nähe befand, erobern, bevor wir weitermachen mit dem eigentlichen Massiv-Schlüssel, was wir eigentlich vorhatten. Da ich mich ja eigentlich in der letzten Folge auch direkt vor den Typen gestellt habe, den man ansprechen muss. Dabei habe ich dann eben gesehen, okay, da existiert noch ein Turm in der Nähe, den kann ich ja noch schnell einnehmen. Und habe mir gedacht, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Da oben ist auch noch ein Datenfragment, das hole ich mir auch gleich. Und ja, ihr seht, man kommt immer wieder vom Weg ab. So wie ich es ja auch letztes Mal gesagt habe. So, synchronisieren wir mal, dass wir das mal hinter uns haben, so dass wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Denn es ist ja so, dass wir hier schließlich ein bisschen weiterkommen wollen. So, also gut. Auf geht's auf die Spitze des Turmes. Hoppala. So, ich hole mir da mal das Datenfragment runter, denn das ist mir wichtig. Naja, obwohl, im Grunde genommen ist es mir nicht so wichtig, weil ich denke mal, mit der Story hat das nur wenig zu tun. Man kann halt nur irgendwas, irgendso Minispiele oder sowas, glaube ich, aufdecken oder halt freischalten. Aber im Grunde ist so storyrelevant, glaube ich, ist das gar nicht. Oder wie seht ihr das da draußen? Schreibt es mir in die Kommentare. So, ab geht's hinunter. Check. So. Ab in die Rosen. Wundert mich, dass er gar keine Verletzungen von sich getragen hat. Komisch. Naja. Oder waren das überhaupt Rosen? Weiße Rosen vielleicht? Oder waren es Tulpen? Ich weiß es nicht. So. Gut. Also. Gehen wir aber wirklich jetzt das an, was wir in der letzten Folge angehen wollten. Und zwar hier ist er. Der Typ, vor denen ich ja das letzte Mal auch stand. Für die sich jetzt fragen, du standest doch in der letzten Folge ganz woanders. Ja, vor dem Typen stand ich. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe gerade noch so gesehen, okay, da gibt es noch einen Turm, den ich synchronisieren möchte. Also, naja, habe ich das halt auch noch schnell hinterher geschoben. So, aber jetzt wollen wir wirklich mal mit dem reden. Umschalt drücken, um zu reden. Na, dann tun wir das mal. Okay, ja. Ihr redet nicht viel, sondern er geht einfach weg. Interessant. So, ich habe mir als Let's Player natürlich wieder was zu trinken besorgt, da man ja als Let's Player bekanntlich doch das Problem hat, dass die Lippen austrocknen. Ja, dann schauen wir uns erstmal die Sequenz an. Bitteschön, viel Spaß. Ja, sehr viel Sequenz war hier nicht zu sehen. Mädchenturm. Ein Hinweis der Pullerbrüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Vor der Synchronisation beschaffen Sie den Massiv-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Ach du Scheiße, ich darf also nicht schwimmen. Interessant. Gut, versuchen wir es mal. Wird wahrscheinlich sowieso nicht gelingen. Irgendwann muss ich wahrscheinlich ins Wasser. Ich meine, müssen nicht, aber es geht wahrscheinlich irgendwie bei mir nicht anders. Naja, gut. Gucken wir mal. Einen Weg in die unteren Kammern des Turms finden. Na, schön. Da gibt es ja auch schon wieder einen Weg. Sehe ich gerade, gibt es da sonst noch irgendwas? Nein, natürlich nicht. So. Um euch mal auf dem Laufenden zu halten. Ich habe es geschafft, bei mir auf meinem Notebook Far Cry 4 flüssig mit Fraps aufzunehmen als Testvideo. Und ich werde aber vorher erstmal Far Cry 4 wahrscheinlich selbst erstmal durchzocken, dass ich noch weiß, was so auf mich zukommt. Entschuldigt bitte, dass das wahrscheinlich dann nicht blind sein wird, aber ja, ich möchte hier keine Fails oder sowas haben oder nur wenig Fails und ich möchte nicht unbedingt dann das Let's Play abbrechen müssen, weil ich irgendwo nicht mehr weiterkomme. Deswegen gucke ich erstmal, ob ich dann das Spiel überhaupt vollständig durchspielen kann. Und wenn ja, dann wird es davon noch ein Let's Play geben.
Von Far Cry 4 natürlich. Wann das dann genau kommen wird, ist noch steht noch nicht fest. Also sicher irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Aber ja, dann ist nämlich auch der ganze Hype wieder verschwunden um das Spiel. Aber im Grunde jetzt im Moment kümmere ich mich eher um andere Projekte. So, da ziehen wir jetzt erstmal an einem Schalter. Und gucken mal, was hier läuft. Interessant, da macht sich ein Türchen auf. Mit einem weiteren... Oh, scheiße, das geht sogar auf Zeit. Das mag ich gar nicht, wenn das unter Zeit läuft. Meine Herren. So, App, App. Und App. So, okay. Das mache ich mal auf. Das machen wir mal auf hier, ne? Ja. Okay, da dreht sich was. Was kommt da runter? Oder was wird da gemacht? Aha. Interessant. Was zum Henker ist das denn? Das euer Ernst? Eine verschollene Stadt oder was? Ist das euer Ernst jetzt? Das kann doch wohl sein. So. Komme ich wahrscheinlich gar nicht hoch. Ich möchte ja da nicht abstürzen oder sowas, ne? Das Problem ist halt nur, ich komme weder darüber, noch komme ich da irgendwo hin. Muss da anscheinend drauf, weil sonst wäre das nicht vor mir. Aber wenn ich jetzt runterfalle ins Wasser, dann habe ich es versaut. Jetzt nehme ich das ganze Synchronisation weg. Ja, genau. Ich habe mich eingehalten und dann drücke ich kurzzeitig wieder die Umschalttaste und da war es auch schon. Ja, weil ich mir dachte, er hält sich automatisch gar nicht an. Und dann, naja, gut. Ich habe ja gesagt, bei mir muss man immer damit rechnen, dass ich nie wirklich die volle Synchronisation erreichen werde, da es bei mir immer wieder irgendwelche Fehler gibt, beziehungsweise weil ich immer wieder irgendwas falsch mache. Naja, was soll's. Drücken wir als nächstes an den Schalter. So, ich könnte mich jetzt darüber ärgern, tue ich aber nicht. Ich halte mich im Zaum. Hey, nee. Nein, ich darf mich nicht rumjagen. Das geht nicht. So, okay. Zurück. Wir haben nicht so viel Zeit. Es geht wieder auf Zeit. Wir leben unter Zeitdruck heute. Das ist gar nicht schön. Na, wie komme ich denn da hin? Hallo? So, das ist natürlich die Frage. Ja, genau, das war wieder der falsche Weg. Toll, ja, wunderbar. Gut, muss ich gleich wieder von vorn beginnen, weil in 10 Sekunden, das ist mir jetzt zu viel Stress. So, die lassen wir erstmal ablaufen. Das ist ja wieder super geil, da habe ich wieder den falschen Weg erwischt. Aber so geht es mir im realen Leben auch. Ich gehe meistens zuerst den falschen Weg, bevor ich dann den richtigen Weg nehme. Ne? Wenn ich irgendwo hin muss, ja, zuerst mal gehe ich in die falsche Richtung. Dann merke ich, ups, ist die falsche Richtung, gehe in die andere Richtung und dann ist es erst die richtige Richtung. Also, das passiert mir ständig. Ich gehe immer gerne in die falsche Richtung zuerst. Und das ist genau das, was ich meine. So. Hep. Perfekt. Gut. Und was ist jetzt? So, komme ich da irgendwie hin? Ohne jetzt irgendwie zu sterben oder sonstiges? So. Okay, das wird knapp. Das wird richtig knapp jetzt. Aber das schaffen wir. Guck. Perfekt. Wieder mal etwas. So.
Kreis erschienen. Okay, eigentlich gar nichts. Also nicht wirklich was. Okay, gut. Weiter geht's hier lang. So, gehen wir mal. Bitte, 30 Sekunden blieben uns noch. Das ist doch super. So, was ist die nächste? Juhu. Da stürzen die Felsen wieder zu Boden. Ich frage mich nur, wie sowas funktioniert. Dass das so runterfällt und dann auf einmal geht das hoch und es ist wieder weniger Wasser drin. Das ist irgendwie ein bisschen unrealistisch, kommt mir vor. Oder versteht hier jemand von euch die Mechanik? Das würde mich mal interessieren. Physiker von euch wissen da sicher die Mechanik oder kennen die Mechanik hier. Das würde mich echt mal interessieren, wie das abläuft. Das ist mir ein Rätsel hier. So, okay. Da muss ich her. Natürlich wieder zuerst mal die in die falsche Richtung gelaufen, so wie man es ja von mir kennt. So, okay. Hoch. Dann geht's hier weiter. Hopp. Ah, diesmal schaffen wir es nicht, dass wir bei 30 Sekunden ankommen. So. Okay. Perfekt. 13 Sekunden blieben noch. Das ist perfekt. Sehr schön. Meine Herren, was ist denn das hier? Na, einmal mit dem Fuß dagegen treten und dann geht's schon. Alter, was ist der Scheiß? Ist ja krass. So. So, jetzt gehen wir hier erstmal hoch. Dann gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. So, erstmal da wieder hoch. So. Dann glaube ich geht's hier weiter. Alter. Wie kann Ezio so weit so hoch aufspringen, ey? Das ist ja unnormal. Aber gut, das sind Assassinen. Das ist wieder mehr. Sind einfach Assassinen. So. Aber apropos Assassinen. Jetzt habe ich mir neulich Gedanken gemacht. Man kennt mich ja nicht nur unter dem Namen Calcrax LP oder auch früher bekannt unter dem Namen Calcrax, nur unter Calcrax, also ohne LP hinten dran, sondern auch unter dem Namen Dominic. Natürlich, ne? Habe ich mich ja schon öfters bei euch vorgestellt. Und letztes Mal habe ich mir irgendwie so Gedanken gemacht, was wäre wohl ein guter Assassinenname in Italienisch. So wie Ezio Auditore da Firenze, was wäre meiner wohl? Und da habe ich mir so durch den Kopf gehen lassen, eigentlich wäre so Ezio Caliente da Vienna gar nicht mal so schlecht. Ich meine, gut, ich heiße zwar nicht Ezio mit Vornamen, aber so als Künstlernamen oder so kann man das durchaus nehmen. Ich meine, in Italien gibt es ja sicher mehrere Leute, die Ezio heißen. Und von da an ist ja egal, ne? Ich meine, ich wohne zwar in Wien, aber daher auch da Vienna, ne? Italienischer Name Ezio Caliente da Vienna. Hört sich das nicht prima an? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Was habt ihr so für Ideen für Assassinennamen? Oder was für Assassinen-Namen könnte ich mir noch geben? Was würdet ihr euch für einen Assassinen-Namen geben? Schreibt sie mir in den Kommentaren drunter oder auf Facebook oder Twitter oder sonstiges. Würde mich mal interessieren. So, gut, weiter geht's.
da haben wir den Massiv-Schlüssel. Juhu! Geschafft. Der vierte im Bunde, glaube ich. Einer fehlt noch. Ich glaube, das müsste der vierte sein, ne? Ja. Vierter von fünf. Vier von fünf Massiv-Schlüsseln. Ja, volle Synchronisation gescheitert. Erinnere mich nicht dran. So. Okay. Gerade nochmal an die an den Felsen gehangelt. So, und ich würde sagen, das war's auch schon mit dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.